Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Mittlerweile müsste es schon Folge Nummer 15 sein. Also wir gehen gut nach vorne an diesem Wochenende. Wir sind stehen geblieben in unserem Camp, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte in dieser Folge erstmal gucken, wie wir unser Camp mal aufmotzen können. Wir hatten oben rechts, immer wenn wir uns erinnern, ein Vorratssymbol, ein Medizinsymbol und ein Nahrungssymbol. Und mir wurde immer angezeigt, dass ich Lederbearbeitungswerkzeug kaufen muss. Wir müssen das jetzt erstmal zustande kriegen, dass wir dieses Zeug kaufen, dieses Lederbearbeitungswerkzeug. Und dann können wir, glaube ich, ein bisschen mehr machen in unserem Camp. Ich habe mit einem Kollegen von mir gesprochen, mit meinem Nachbarn, dem Michi. Grüße gehen raus. Und der hat mir gesagt, dass das hier vorne an so einem Buch sein soll. Ich stand immer vor der Kiste. Ach so, wir müssen natürlich mal wieder speichern. So, da oben sehen wir die Symbole. Gegenstand spenden. Nee, nicht an so einer Truhe. Er sagte an so einem Buch. Good morning. Moin. Ist das das Buch? Vielleicht meint er das? Ich weiß es nicht. Hier soll auf jeden Fall irgendwo, vielleicht hier drin. Good morning. Ach ja, genau, hier ist so ein Buch. Kann ich mich da vorstellen? Very well. Glad to Ich hear kann it. mich da vorstellen, aber ich kann nichts machen. Untersuchen, Brief. Das ist sein Brief wahrscheinlich hier von dem Anführer. Wir lesen das Ganze. UAI. Was? Alles klar. Irgendein Gedicht. Strange. Untersuchen ein amerikanisches Eden. Irgendwie so. Ja, hier soll ein Buch sein, hat der gesagt. Einfach nur Beitrag leisten. Vielleicht sollte ich erstmal eine neue Mission machen. Ich habe mir sagen lassen, dass ich diese hier vorne machen sollte. Vorne mit Horsail oder Hosail. Good morning, Arthur. Kriegen wir anscheinend eine Hey, Arthur. Jagdaufgabe. Hey, Kollege. Auf die Jagd Okay. gehen. You want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. Du kannst den Sattel von deinem Pferd nehmen und ihn auf ein anderes legen, um es zu deinem aktiven Pferd zu machen. Halte L2 gedrückt, um dein Pferd anzuschauen. Sattel abnehmen. No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Aufsatteln. Das Ding hier ist irgendwie größer. Scheint ein Arbeitspferd zu sein, oder was? Wenn du dein Pferd zum ersten Mal sattelst, baust du Verbundenheit mit ihm auf. Ist er denn jetzt hier angeschlossen? Ich sehe. Ah, der bleibt bestimmt hier, ne? Okay, boy. Let's go. Easy, big fella. Alright, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. Alles klar. Hier sitzen wir hier auf diesem richtig dicken Ding. Hat anscheinend noch ein paar Felle hinten drauf.
Some beautiful saddles. Ah, er ist schon hier vorne. So, wir sind in Valentine. Stables are just up ahead. Dein Eisenschimmel Adrenner steht zur Abholung in den Ställen bereit. Bring das Pferd in den Stall. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going out to the general store. Get a few things to lure that bear out. Meet you back here in a bit. Er scheißt. Das Pferd scheißt. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. So, so. Wenn du dein Pferd in einem Stall unterstellst, wartet es dort auf dich und du kannst es später wieder abholen. Verkaufst dein Pferd, bekommst du dafür den Verkaufspreis. Das ist schön. Das ist die Info. Zugpferde. Verkauf das Pferd oder bring es in einem Stall unter. Wir verkaufen es. So, was haben wir hier? American Standard Bred. Info. Rennpferd. Arbeitspferd. Mit einem roten Kopf oder was? Why are you so bloody? Motherfucker. Adrenner. Streitross. Ach, guck. Niederländisches Warmblut. American Standard Bred. Morgan. Reitpferd. Das Rennpferd ist auch größer als er hier, ne? Für 150, den würde ich ganz gerne haben wollen. Aber ich kann mir das Pferd nicht leisten. Wie viel fehlt mir denn? Und dann habe ich aber gar kein Geld mehr und das ist echt scheiße. Ja komm, dann kaufen wir für 15 Dollar einfach mal die alte Mähre. Wie sollen wir die denn nennen? Wir nennen ihn... Uwe. Wir nennen ihn einfach Uwe. Das ist Uwe. Eigene Pferde verwalten, Pferde kaufen, Pferde für Zubehör und Dienste. Pferdezubehör, Pferdepflege, jawohl, mänischer Wai-Uwe. Natürlich. Yeah, what's this? Dreadlocks oder was? Aber die Haare sind so schlecht in diesem Game, ne? So schlecht. Schweif. Lol. Ein geflochtenen Dings, ey. Ja, komm. Dann machen wir die Mähne auch noch geflochten. Hier, so. Schön. Haha, Schwuli. So, jetzt würde ich ganz gerne Pferdezubehör. Sättel, das ist ein Steigbügel. Hörner? Was ist denn bitte Hörner? Ach so. Ja, können wir echt Schlafdecken. Okay. Kann man sich hier so ein bisschen customizen. Steigbügel, Satteltaschen, verbesserte Satteltasche, More Space Award, sieht quasi so aus, Sättel, wow,
Wähle deinen Satteltyp. Das ist kostenlos. Das ist geil. Das ist mein Standardsattel. Ja. Cool. Oh ja, der sieht eigentlich nicht schlecht raus, ne? Ja, komm. Oh, jetzt kommt der Preis um die Ecke. Standard oder verbessert? Für 48 Tacken. Ja, nee, du, ey, da lasse ich das lieber. Dienste. Pferdepflegepaket. Wie? Ah, ich kann das gar nicht selber striegeln, sondern ich muss das quasi striegeln lassen, oder was? Muss ich kurz mal gucken. Scheiße, jetzt habe ich's. Ja, egal. Okay. Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Okay, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt schneller sind, wir sind dieses langsame Arbeitstier wenigstens los. Und wir haben ein Pferd mit Papiere. Ach, guck. Jetzt können wir doch striegeln. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Guck mal, jetzt haben wir doch schon Striegelzeug, oder was? Verbundenheit. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Ja, okay. Guck mal, es ist aber auch schon ein bisschen klein, ne? Wenn man das so daneben hält. You won't know till you get in the saddle. So, wir striegeln den Kollegen erstmal. Guck dir das an. Are you gonna mount that new horse of yours or not? Ja, ja, wir füttern das gute Tier jetzt erstmal. So. Dann streicheln wir. Nochmal kurz striegeln. Findet er voll geil. Jetzt findet er es nicht mehr geil. Jetzt steige ich mal auf. Kompendium aktualisiert. Morgan. Folge Jose. Was sind wir denn da, meine Fresse? So, der Evich. So, ich gehe mal wieder in die normale. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Catch one to cook. Oh, ich habe nur noch 2 Pfeile. That's really bad. Watch it. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Jage einen Hasen. Das ist ja eine Scheiße jetzt. Ich habe Hasen immer nur vom Dings gejagt. Da vorne ist einer. So. So, wir kochen. Kleinwildfleisch. Kochen. Nutze X, um den Hasen schneller zu kochen. Mampfen. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Wir grillen uns einfach mal noch ein Stück Fleisch. Essen den. Nächste Morgen. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee?
Sure. There you go. So, what's your plan? Wie der Dampf über der Kaffeetasse steht. We'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains. Starker Raubtierköder herstellen. I was virtually weaned on bear meat. Okay. Starker Raubtierköder. Good. Pack up and we'll get going. Zurück. Haltekreis gedrückt, um die Herstellung zu beenden. Lager abbrechen. Okay, let's go. Let's get. Steig auf mein Pferd. Komm schon. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. Look for tracks, dung, bones. Any. Ja, hier ist irgendwas. Adlerauge aktivieren, Hinweise finden. Du hast ein Jagdgebiet für legendäre Tiere betreten. Folge den Spuren. Untersuchen, Fährte. Oh, some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell us where he went? In welche Richtung er gegangen ist? Ja, yeah, hä? Nähere dich der Spur. So, wir gehen weiter. Sollen wir die Pferde da lassen oder soll ich die Knarre mitnehmen? Die Spur hört hier auf. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Ich würde sagen, bait. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Köder. In der Nähe der großen Steine auslegen. Das wird dann wahrscheinlich hier sein. Halte rechts gedrückt, um deine Tasche zu öffnen. Er pfeift einfach mal. Raubtierköder benutzen. Begib dich zum Felsen. Warte auf den Bären. Schon auf dem Pferd. So. I think so. You're the expert. Oh, Uwe. I'm good. You okay? You seem nervous. Hoffentlich wird Uwe nicht von den Bären angegriffen. I'm fine. Uwe. Let's just take a look at that bait. Sure. Folge Hosea. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Untersuchen. We had here. Got your knife? Shit. Alter Schwede. Richtig mieser Harald, Alter. Wow, 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 wow. Also meine Technik funktioniert immer noch sehr gut mit diesem... Meine Schusstechnik hier. Ei, wie er Abstand, mega 12.000 kacke, heftige Narbenstart, was?
Aber dann können wir wenigstens noch mal den Bären sehen. Also ich tippe hier immer so. Moment, ich kann es ja mal zeigen. Vielleicht sieht man es ja. Wie er aussieht. Easy. Easy. Begib dich zu Hosea, okay. So macht man das. In this gamer. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Oh. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. Lick my wounds. You're gonna track that monster. Ja. Well, wir bleiben hier. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, diesen legendären Bären zu erlegen, dann machen wir das doch. So. Aber, Freunde, ich würde sagen, die Jagd nach den Bären wird Teil der nächsten Folge. Auf jeden Fall ist diese Mission hier abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann, Tschüssikowski.